ist jetzt die aktuelle. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 22 sowie Zusatzpunkt 16, Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung über ihre Fachkräftestrategie sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Technisierung statt Zuwanderung für einen Arbeitsmarkt der Zukunft. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und zuerst hat das Wort der Bundesminister für die Bundesregierung, Hubertus Heil. Man hat eine Zweitstimme heute. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung. Und wir alle spüren das in diesen Tagen in allen Sektoren unserer Volkswirtschaft. Schon heute fehlen in vielen Bereichen Fachkräfte. Ob im Handwerk, ob bei der Energiewende, im Wohnungsbau, in IT-Unternehmen oder auch in der Pflege. Das ist erstmal in der jetzigen Situation das Ergebnis einer überaus positiven Entwicklung, weil wir den höchsten Stand von Beschäftigung haben, den es je im Verein Deutschland gegeben hat. Über 45 Millionen Menschen in Deutschland sind erwerbstätig. Wir haben auch den höchsten Stand sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Aber wenn wir jetzt nicht alle Register ziehen, droht Fachkräftemangel zu einer dauerhaften Wachstumsbremse in Deutschland zu werden. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat hochgerechnet, wenn wir nicht alle Register ziehen, fehlen uns bis 2035 7 Millionen Fachkräfte. Und deshalb hat die Bundesregierung ihre Fachkräftestrategie im Gespräch mit Wirtschaft und Gewerkschaften, Bund und Ländern neu aufgestellt. Und das Wichtigste ist, dass wir alle inländischen Potenziale nutzen. Das fängt beim Thema Ausbildung an. Wir haben 50.000 Schülerinnen und Schüler, die Jahr für Jahr die Schule verlassen ohne schulischen Abschluss. Wir haben 1,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne berufliche Erstausbildung. Wir müssen da ran. Das kann sich Deutschland nicht mehr leisten. Und wir werden deshalb mit der Ausbildungsgarantie dafür sorgen, dass wir möglichst jeden jungen Menschen erreichen. Das fängt bei der Berufsorientierung an. Über die Hälfte eines Jahrgangs macht inzwischen Abitur. Viele gehen aufgrund auch von elterlichen Erwartungen dann zur Hochschule, aber schließen nicht ab. Dieses Land, meine Damen und Herren, braucht nicht nur Master, wir brauchen auch Meister. Die berufliche Bildung muss gestärkt werden. Genau das machen wir mit der Ausbildungsgarantie. Zweitens, wir müssen auf das Thema Weiterbildung setzen. Viele Unternehmen sind im Wandel der Digitalisierung, im Umbau durch den ökologischen Umbau. Und deshalb ist es wichtig, die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch im Interesse der Fachkräftesicherung zu gewährleisten. Wir werden neue Instrumente mit dem Weiterbildungsgesetz schaffen, zum Beispiel ein Qualifizierungsgeld, das Unternehmen und Beschäftigten im Strukturwandel unterstützt, zum Beispiel auch mit der Bildungszeit und Bildungsteilzeit. Meine Damen und Herren, dieses Potenzial müssen wir heben. Drittens geht es auch um die Tatsache, dass Menschen mit Behinderungen eine Chance am Arbeitsmarkt verdient haben. Die sind, wenn sie arbeitslos sind, im Schnitt höher qualifiziert als andere Arbeitslose. Und wir haben alle möglichen Instrumente, Unternehmen zu unterstützen, auch inklusive Arbeitsplätze zu schaffen. Aber wir sagen auch, Unternehmen, die verpflichtet sind, schon seit vielen Jahren und trotzdem nicht einstellen, die müssen sich daran beteiligen, dass andere Unternehmen besser unterstützt werden. Deshalb werden wir mit dem Gesetz zur Inklusion am Arbeitsmarkt handeln. Ja, wir müssen auch dafür sorgen, dass Menschen beschäftigungsfähig bleiben, auch ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Da ist die Quote gestiegen. Von 60 bis 64 haben vor 20 Jahren nur 20% der Beschäftigten gearbeitet. Heute sind es 61. Aber wir müssen dafür sorgen, dass Menschen gesund bleiben können, dass sie qualifiziert sind, um auch tatsächlich das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen zu können. Wir brauchen keine Debatte über Rente mit 70, sondern das Durchschnittsalter ist heute 64. Aber wir müssen dafür sorgen, dass auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zum alten Eisen gepackt werden. Die haben Erfahrungen, die haben Kompetenzen, die werden gebraucht. Aber das größte inländische Potenzial, das ist die Frauenerwerbsbeteiligung. Auch die ist erfreulicherweise in den letzten Jahren massiv gestiegen. Aber leider nicht so sehr beim Arbeitsvolumen. Da ist es doch oft so, dass Männer Vollzeit arbeiten und Frauen manchmal und ganz oft auch ungewollt Teilzeit. Und deshalb ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Stichwort Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Ein ganz, ganz zentraler Punkt für ein selbstbestimmtes Leben für Männer und Frauen, aber eben auch zur Fachkräftesicherung in Deutschland. Und wenn wir all diese inländischen Register gezogen haben, und wir machen uns mit Macht dran, ich habe es eben beschrieben, brauchen wir trotzdem zusätzlich qualifizierte Zuwanderung, um unsere Volkswirtschaft am Laufen zu halten. Und meine herzliche Bitte ist, zumindest unter den demokratischen Parteien, dass wir einen Konsens haben, nämlich dass wir zusätzlich zu den inländischen Potenzialen qualifizierte Einwanderung brauchen. Ein Satz wie Kinder statt Inder, den Herr Rüttgers von der CDU vor 20 Jahren noch geleistet hat, um damit die Inländer gegen die Zugewanderten auszuspielen, den kann sich Deutschland ökonomisch nicht leisten. Das muss klar sein. Deshalb strebe ich an und ich schließe auch die Union ein, dass wir einen Konsens bekommen für qualifizierte Zuwanderung in Deutschland. Wir werden im März ein Einwanderungsgesetz vorlegen, dafür zu sorgen, dass helfende Hände und kluge Köpfe nach Deutschland kommen. Das betrifft zum einen die Absenkung von Schwellen in der jetzigen Fachkräfteeinwanderung. Denn Tatsache ist, wir brauchen nicht nur akademisch gebildet, sondern auch beruflich Gebildete. Wir werden zweitens dafür sorgen, dass Menschen, die eine Ausbildung haben nach ihrem Heimatlandstandard und die hier einen Arbeitsvertrag haben, nach Deutschland kommen können und wir die Berufsanerkennung auf deutschem Boden während der Arbeit nachholen können, weil es schier unmöglich ist für viele Leute, die eine berufliche Bildung haben, das Anerkennungsverfahren vom Ausland her zu betreiben. Und wir müssen drittens dafür sorgen, dass mit einem modernen Punktesystem wir ein modernes Einwanderungsrecht auch schaffen. Ich weiß, das geht nicht nur um ein Einwanderungsrecht. Wir müssen auch die Bürokratie abbauen in diesem Bereich. Das betrifft die Visavergabe, die Frage von Sprachkursen. Und wir müssen eins im Gedächtnis halten. Es kommen nicht nur Arbeitskräfte, es kommen Menschen. Und deshalb werden wir Integration mit anbieten und auch erwarten können, wenn wir das miteinander schaffen wollen. Wir dürfen qualifizierte Zuwanderung nicht einfach bürokratisch hinnehmen. Wir müssen sie wollen. Wir brauchen eine Anwerbestrategie gemeinsam mit der Wirtschaft, um das zu gelingen. Meine Damen und Herren, der Ökonom Richard Florida hat vor 30 Jahren mal den schönen Satz gesagt, dass wettbewerbsfähige Volkswirtschaften in der Zukunft drei Dinge brauchen: Technologien, Talente und Toleranz. Mit diesem Motto gehen wir ans Werk, um dafür zu sorgen, dass der Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft durch Fachkräftesicherung in den nächsten Jahren gelingt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die Fraktion CDU-CSU, Marc Biadasch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Wochenende war ich bei mir zu Hause im Landkreis Böblingen unterwegs und habe mich mit einem Bäcker über die aktuelle wirtschaftliche Situation unterhalten. Natürlich macht er sich über die hohen Energiekosten und die Inflation Sorgen. Doch wissen Sie, was er mir auch gesagt hat? Ich kann kein Brot und keine Brezeln verkaufen, wenn mir schlicht das Personal fehlt, ob im Verkauf oder in der Backstube. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigt doch, über was wir hier wirklich reden. Es klingt immer so akademisch zu sagen, wir haben einen Fachkräftemangel. Was wir aber wirklich haben, ist eine Fach- und Arbeitskräftekrise, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft lähmt. Und eben weil es eine Krise ist, müssen wir mehr tun als das, was die Bundesregierung uns heute hier vorlegt. Diese Strategie, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Strategie ist kein großer Wurf, sondern allenfalls ein Durcheinander an nicht abgestimmter Vorhaben. Eine wirksame Fachkräftestrategie sieht anders aus. Wir müssen viel mehr tun, dass die inländischen Potenziale genutzt werden und die gesteuerte Fachkräftegewinnung aus dem Ausland unkompliziert, digital und beschleunigt funktioniert. Als Union haben wir in der Großen Koalition mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz die Weichen dafür gestellt. Für uns war klar, dass Deutschland in Zukunft nur dann stark sein kann, wenn die fleißigsten Hände und die klügsten Köpfe zu uns kommen. Diesem Anspruch wird diese Fachkräftestrategie nicht gerecht. Fakt ist,
Fast jede dritte Erwerbsperson erreicht in den nächsten 15 Jahren das Rentenalter. Aktuell sind mehr als 1,8 Millionen Stellen unbesetzt. Bis zu 400.000 zugewanderte Arbeitskräfte braucht es im Schnitt in Deutschland pro Jahr, um den Bedarf auf unserem Arbeitsmarkt zu decken. Doch statt endlich zu liefern, verharrt die Bundesregierung weiterhin im Ampelgehampel und schafft ein weiteres Kompetenzwirrwarr, das unser Land lähmt. Deutschland verfügt über 540 Ausländerbehörden und fast 220 Auslandsvertretungen, deren personelle Ausstattung und digitale Systeme stark variieren. Schon heute stehen diese Behörden vor einem massiven Antragsvolumen. Die Bundesregierung plant eine Fachkräftestrategie, aber kennt nicht einmal die Schwierigkeiten bei den Verfahren. Auf meine Anfrage an die Bundesregierung, wie lange ein durchschnittliches Visaverfahren dauert, antwortet Frau Baerbocks Ministerium, dass die Dauer gar nicht erfasst werde. Wie wollen Sie die Visaverfahren beschleunigen, wenn Sie nicht einmal wissen, wie lange die Verfahren dauern? Sie stochern im Nebel bei unklarer Sicht. Das können wir uns nicht leisten in diesem Land. Zur Wahrheit gehört, dass unnötige Bürokratie, fehlende Digitalisierung und lange Wartezeiten für viel Frust sorgen. Das macht unseren Arbeitsmarkt unattraktiver. Statt diese Probleme anzugehen, schafft die Bundesregierung neue und komplizierte Verfahrensvorschriften. Im Eckpunktepapier der Ampelkoalition steht eine Chancenkarte, ein Punktesystem und vieles mehr. Viele Ideen, die aber die wahren Probleme nicht angehen. Denn es sind die falschen Instrumente, sie passen nicht in unsere Zeit. Vor allem die Visastellen an den deutschen Botschaften und die Ausländerbehörden sind ein Flaschenhals. Denn Wartezeiten auf Termine von mehreren Monaten sind hier die Regel. Eine Chancenkarte soll es geben, doch Chancen gibt es nur Frust. Ein Punktesystem soll erarbeitet werden, aber wenn niemand zu uns kommt, müssen wir auch keine Punkte vergeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine solche Doppelstruktur als Systemwechsel zu verkaufen, das nehmen wir Ihnen nicht ab. Wir fordern eine zentrale Einwanderungsbehörde, um den Fachkräften den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Wir brauchen keine neuen und komplizierten Verfahren, sondern die Beschleunigung und Bündelung von staatlichen Strukturen. Ihre Fachkräftestrategie, liebe Ampel, liefert das nicht. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die Bundesregierung, der parlamentarische Staatssekretär Michael Keller. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben eine Fachkräftelücke von über 500.000 offenen Stellen. Sei es der Bäcker, sei es die Kfz-Schlosserin, sei es die Pflegekraft, die fehlen. Das ist allerorten ein Hemmnis für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Unternehmensansiedlungen scheitern heute, weil Arbeitskräfte fehlen. In jedem meiner Gespräche mit mittelständischen Unternehmen ist der Fachkräftemangel eines der drängenden Themen. Deshalb handeln wir jetzt. Es wird nicht die eine Lösung geben, um die fehlenden Fachkräfte aus dem Hut zu zaubern. In den nächsten Jahren setzen wir deshalb alle Hebel in Bewegung. Ohne Frage, manchmal ist der Weg in der Ampel zu Gemeinsamkeiten zu kommen etwas weiter. Doch bei diesem Thema ist das überhaupt nicht der Fall. Schon bei den Koalitionsverhandlungen und jetzt auch beim Handeln der Häuser ist ein gemeinsamer Wille zur Einigkeit da. Es braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung, um unser Land zu modernisieren. Hier wurde in der Vergangenheit viel, viel Zeit vertändelt. Und wisst ihr, ich finde ja dieses Gerede über 16 Jahre, wir sind heute in der Verantwortung. Aber die Reden der Opposition, sie wären glaubwürdiger, wenn es mal einen Satz der Selbstkritik an der verlorenen Zeit der vergangenen Jahre gäbe. Und deswegen bin ich so froh, dass es eine Teamarbeit mit der FDP, mit der SPD, mit den Grünen gemeinsam gibt, unser Land hier an der Stelle zu modernisieren. Drei Handlungsfelder möchte ich hervorheben. Erstens verbessern wir die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Gerade Frauen müssen wir den Zugang zu Berufen im Handwerk und anderswo erleichtern. Wenn wir den Mutterschutz für selbstständige Frauen maßgeblich verbessern, machen wir es Frauen einfacher, einen Handwerksbetrieb zu gründen und zu leiten. Hierfür stimmen aber die Voraussetzungen noch nicht. Das müssen wir dringend ändern. Zweitens stärken wir Aus- und Weiterbildung. Wenn wir heute nicht ausbilden, nicht qualifizieren, dann werden die Lücken größer und nicht kleiner. Kürzlich erzählte mir eine Tischlermeisterin, dass sie eine Ausbildung machen wollte, um den Betrieb ihres Vaters zu übernehmen. Doch statt sie zu ermutigen, genau das zu tun, rief ihr die Berufsberatungsstelle, etwas mit Holz zu studieren. Davon ließ sich zum Glück nicht beirren und arbeitet jetzt in ihrem Traumberuf als Tischlermeisterin. Das Beispiel zeigt, Handwerk ist attraktiv und sollte nicht schlecht geredet werden. Und es zeigt auch, warum wir bei der Beratung ansetzen und Berufseinsteigerinnen ermutigen, zu gründen oder einen Meister zu machen. Drittens brauchen wir Einwanderung. Es ist an uns, ausländischen Fachkräften, ein attraktives Angebot zu machen. Ansonsten werden sie in andere Länder gehen, weil anders als manche vermuten, es viele Fachkräfte gibt, die auch Deutschland wieder verlassen, weil sie angefeindet, diskriminiert oder gar mit Gewalt bedroht werden. Die Union muss sich hier entscheiden, ob sie Probleme weiter anbellen oder lösen will. Will sie eine Willkommenskultur fördern oder mit den Schülern von Ressentiments, wir erinnern uns an Ihre Worte, Herr Merz, zum Standortrisiko werden? Es gibt bewundernswerte Unternehmen, die mit gutem Beispiel vorangehen. In meinem Wahlkreis in Eberswalde kümmert sich zum Beispiel der engagierte Handwerksbäcker Wiese früh um Geflüchtete. Er stellt die Menschen aus Afghanistan in seiner Backstube ein und unterstützt diese bei der Ausbildung. Damit hat er anders als viele andere Bäckereien sein Nachwuchsproblem gelöst. Heute ist das Signal, wir modernisieren unser Land und räumen hochbürokratische Stolpersteine aus dem Weg. Und lass mich es zum Ende sagen. Wir verstärken unsere Anstrengungen, interessierte Fachkräfte zu gewinnen. Hierfür nutzen wir unter anderem das Portal der Bundesregierung Make it in Germany. Ich sage an dieser Stelle klar an alle, die sich überlegen, in Deutschland zu arbeiten, ihr seid bei uns sehr willkommen. You can make it in Germany. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, René Springer. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste! Herr Keller, 4,8% haben Sie in Ihrem Wahlkreis gewählt im Osten. Und das zeigt, wie viel Verstand die Leute dort haben. Das zu Beginn. Wir befinden uns in einer tiefen demografischen, sozialen und wirtschaftlichen Krise. Allein 2021 haben fast 250.000 Landsleute unsere deutsche Heimat verlassen. Das sind deutlich mehr Personen, als Erfurt Einwohner hat. Die Bundesregierung erwähnt diese Flucht der Einheimischen mit keinem Wort in ihrer Fachkräftestrategie. Und das ist nicht akzeptabel. Sie möchte stattdessen mehr Fremde in unserem Land ansiedeln. Die Verschmelzung des kulturellen Internationalismus der Linken mit dem Neoliberalismus der Wirtschaftslobby kommt in dieser Regierung so deutlich zur Geltung wie nie zuvor. Sie setzen nicht länger auf die Schaffens- und Innovationskraft der Deutschen, sondern wollen lieber das globale Humankapital importieren. Diese linksliberale Politik ist nicht nur kurzsichtig, sie spaltet unsere Gesellschaft und gefährdet den sozialen Frieden. 2015 entschied sich die Bundesregierung, der illegalen Masseneinwanderung Tür und Tor zu öffnen. Inzwischen wundert sich selbst die amerikanische Presse über die deutsche Einwanderungspolitik. Millionen Migranten sind nach Deutschland gekommen, und das Wall Street Journal stellte kürzlich mit Erstaunen fest, dass wir noch immer ein Fachkräfteproblem haben. Mehr noch, unser Mittelstand blutet aus, ethnische Konflikte entladen sich auf unseren Straßen, und unser Sozialstaat steht vor dem Kollaps, da zu viele Migranten eben nicht einzahlen, sondern auf Kosten des deutschen Steuerzahlers durchgefüttert werden. Aber diese Probleme stören Sie gar nicht. Im Gegenteil, Sie haben ein Beschäftigungsmodell daraus gemacht, Herr Minister. Seit der Umstellung auf die sogenannte Willkommenskultur 2015 sind nirgendwo mehr Jobs entstanden als in der öffentlichen Verwaltung. Ist auch klar, wer Millionen Migranten ins Land holt, braucht eben mehr Kita-Erzieher, Lehrer, Jobcenter-Mitarbeiter, Ärzte, Psychologen, Polizisten und so weiter. Innerhalb von nur 7 Jahren wurden fast 500.000 neue Jobs in der öffentlichen Verwaltung geschaffen. Der Staat wird infolge seiner eigenen Politik immer fetter und bindet außerdem Arbeitskräfte, die der Wirtschaft entzogen werden.
Die Migrationspolitik der Bundesregierung löst den Fachkräftemangel nicht, sie verschärft den Fachkräftemangel. Meine Damen und Herren, Ihre Multikulti-Politik mag linke Aktivisten und die Asylindustrie versorgen, aber eine moderne Volkswirtschaft kann nicht von Sozialarbeitern, Dolmetschern, Integrationshelfern und Genderkommissaren getragen werden. Sie geht daran zugrunde. Echter Fortschritt liegt in der Technologieforschung, der Digitalisierung und Automatisierung. Technisierung statt Zuwanderung, Maschinen statt Migration muss das Motto einer vernunftbasierten und fortschrittlichen Arbeitsmarktpolitik für Deutschland sein. Laut einer aktuellen Studie des IAB wird die Automatisierung in Zukunft auch komplexe Tätigkeiten erfassen. Bereits heute arbeiten 34% aller Beschäftigten, also 11 Millionen Beschäftigte, in Berufen, die hochgradig von Digitalisierung und Automatisierung bedroht sind. Natürlich ist das ein Risiko für die Menschen in diesen Berufen. Aber dieses Risiko wird noch deutlich dadurch verschärft, dass sie immer mehr Fremde in unser Land holen. Die Bundesrepublik ist kein Siedlungsgebiet und kein Ort für ihre pädagogischen Sozialexperimente, sondern der Nationalstaat und die Heimat der Deutschen. Ihre politische Verantwortung als Regierung ist es, deutsche Fachkräfte am Standort Deutschland hervorzubringen, zu halten und unserer Wirtschaft sowie unserem Gemeinwesen eine sichere Zukunft zu bereiten. Ein Sprichwort sagt, wenn du in einem Loch sitzt, musst du aufhören zu graben. Herr Minister, hören Sie auf zu graben. Beerdigen Sie Ihre Fachkräftestrategie und hören Sie auf die Lösung der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, die Ihnen meine Kollegin Geri Tui gleich vortragen wird. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Lukas Köhler. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Fachkräftepolitik ist wie eine Maschine. Sie können sich das vorstellen, es gibt ganz viele Schrauben, an denen man drehen kann. Ein paar große Schrauben, ein paar kleine Schrauben. Aber man muss heute an allen drehen, um das Problem, das wir haben, Herr zu werden. Wir haben jede Menge Gespräche als Abgeordnete. Und die führt man ganz oft auch mit Unternehmen. Und es war erschreckend zu sehen, dass von großen DAX-Unternehmen bis hin zum Handwerker im letzten Jahr viele gesagt haben, dass die Energieproblematik eine riesen Herausforderung ist. Aber dass die größte Sorge vor der Zukunft die Frage danach ist, ob sie genügend Beschäftigte finden. Und das, meine Damen und Herren, sollte uns wirklich zu denken geben. Und deswegen ist Fachkräftestrategie auch kein Thema, in dem man sich politisch groß abarbeiten kann. Da kann man nicht irgendwie eine neue Strategie entwickeln, die irgendwie Mädchen statt Maschinen statt Mädchen heißt, wie das die AfD hier gerade vorschlägt. Und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir einen Konsens finden, an all diesen Schrauben zu drehen. Aber mein Vater hat mir gesagt, nach zu kommt ab. Und deswegen kann man keine der Schrauben überdrehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das in einen guten Einklang bringt. Und deswegen müssen wir auf der einen Seite daran arbeiten, dass wir Frauen besser in Berufe bringen, dass wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser machen, dass wir die Weiterbildung, die Qualifikation machen. Aber wir sind eben auch gezwungen dazu, ein Einwanderungsland zu sein. Und ich glaube, jeder, der das ablehnt, jeder, der sagt, nein, wir wollen nicht mehr Migration, wir wollen keine Kultur, in der Menschen gerne nach Deutschland kommen, hier gerne arbeiten, der muss seinen Wählerinnen und Wählern erklären, dass dann an einer anderen Schraube gedreht werden muss. Und das ist die Schraube der Renten und des Renteneintrittsalters. Und liebe AfD, das ist das, was ihr euren Wählern erklären müsst. Ihr müsst den Leuten sagen, dann müsst ihr eben länger arbeiten. Und das ist das Problem. Und deswegen müssen wir das miteinander verbinden, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen wir ein Land sein, in das Leute gerne kommen. Und das legt die Bundesregierung vor. Aber ein Staat muss sowas selbstbewusst in die Hand nehmen. Und deswegen geht es darum, Fachkräfte nach Deutschland zu bringen, Arbeitskräfte nach Deutschland zu bringen. Wir haben längst keinen reinen Fachkräftemangel mehr. Wir müssen über einen Arbeitskräftemangel sprechen, weil wir brauchen Menschen, die in Berufe gehen. Und das ist es, was wir ehrlich erklären müssen. Und das ist es, was diese Fachkräftestrategie vorlegt. Und deswegen bin ich froh darüber, dass wir als
ampeltragende Koalition jetzt darüber sprechen werden, wie wir das konkret in den einzelnen Gesetzen umsetzen, wie wir dafür sorgen, dass wir wirklich und echte Einwanderungspolitik organisieren können, wie wir aber auch wirklich und echte Weiterqualifikation bringen und ja, wie wir dann auch dafür sorgen, dass die Menschen, die in diesem Land, in dieses Land kommen und in diesem Land leben wollen, hier auch anständig integriert werden können und dass die ihre Abschlüsse anständig anerkannt bekommen, aber dass diejenigen, die über die illegalen Wege gekommen sind, und das ist ja der zweite Teil der Debatte, dass die auch entsprechend wieder zurückgeführt werden. Ich glaube, dass wir mit den richtigen Schrauben und dem richtigen Drehen an den richtigen Schrauben dafür sorgen werden, dass wir eine glorreiche Zukunft in diesem Land haben und dass die Unternehmen hier auch ausreichend Arbeitskräfte finden. Vielen Dank. Lukas Köhler, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, sagte gerade am Ende noch mal, dass die, die über illegale Wege hierher gekommen sind, auch wieder abgeschoben werden. Das findet ja aber nicht statt. Das ist eines der Probleme. Susanne Ferschel, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn die Bundesregierung mit ihrer Fachkräftestrategie nun endlich Menschen eine echte Chance am Arbeitsmarkt und guter Arbeit den Vorrang gibt, dann hat sie die Linke an ihrer Seite. Jahrelang galt die Devise, Arbeit muss so billig wie möglich sein. Und das hat dem Fachkräftestandort massiv geschadet. Alle, auch alle aktuellen Regierungsparteien haben den Niedriglohnbereich ausgeweitet, den Arbeitsmarkt dereguliert und Tarifflucht befördert. Und das Ergebnis ist in weiten Teilen ein hausgemachter Fachkräftemangel. Arbeitskräfte fehlen vor allem dort, wo Arbeitsbedingungen schlecht und die Löhne niedrig sind. In der Pflege, in der Gastronomie, auf dem Bau und so weiter. Und deswegen muss die Bundesregierung jetzt ein Programm für gute Arbeit auflegen. Dazu gehört, die Tarifbindung zu stärken durch ein Bundestariftreuegesetz, eine Erleichterung von allgemeinverbindlichen Erklärungen und ein Verbot von OT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden. Dazu gehört, prekäre Beschäftigung wie Leiharbeit, Minijobs und sachgrundlose Befristung einzudämmen und abzuschaffen. Dazu gehört ein klares Nein der Bundesregierung gegen längere Arbeitszeiten und gegen ein höheres Renteneintrittsalter. Und eines muss unabdingbar gelten, gerade im Hinblick auf die Fachkräfteeinwanderung. Der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und wichtig ist auch, die Potenziale nicht mehr weiter links liegen zu lassen wie in der Vergangenheit. Nahezu 100.000 Jugendliche, die jährlich keine Ausbildung finden. Weitere 200.000 in Übergangsmaßnahmen. Dann kommen die Schulabbrecher dazu. Frauen, die in Minijobs oder in Teilzeit kleben oder ihre Kinder nicht betreut bekommen. Arbeitslose, die gezwungen sind, jeden noch so miesen Job anzunehmen. Und Menschen, die zu uns geflohen sind und keine Arbeitserlaubnis bekommen und auch noch aus Beruf und Ausbildung abgeschoben werden. Das ist doch verrückt. Viele der Genannten sind wegen einer fehlenden Perspektive frustriert und unzufrieden. Geben Sie diesen Menschen eine echte Chance. Durch eine Ausbildungsplatzgarantie, dazu gehört aber auch eine Umlagefinanzierung, damit Betriebe, die nicht ausbilden, zahlen. Durch ein Recht auf Vollzeit und ausreichend Kita-Plätze, wo die Kinder auch gefördert werden. Durch einen Rechtsanspruch auf Qualifizierung und Weiterbildung und entsprechend ausgestalteten Fördertöpfen bei der Bundesagentur für Arbeit. Und hören Sie auf, Menschen nach ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit zu beurteilen. Die einen, die sie gerne haben möchten, und die anderen, die sie am liebsten über das Meer zurückschicken würden. Es ist widerlich. Fachkräfte im Ausland beobachten sehr genau, wie hierzulande mit Migrantinnen und Geflüchteten umgegangen wird. Und dass hier Aisha und Mustafa nicht willkommen sind, hat die Union mehr als deutlich gemacht. Aber auch der Fraktionsvorsitzende der FDP hat mit seinen Äußerungen über die Einwanderung in die Sozialsysteme ins gleiche Horn gestoßen. Seien Sie sich sicher, offensichtlich ist Ihnen nicht nur der politische Anstand verloren gegangen. Seien Sie sich sicher, mit diesen Äußerungen schaden Sie dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Notwendig für den Standort ist eine Fachkräftestrategie mit dem Grundsatz gute Arbeit, die zwei Dinge im Blick hat. Ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte für die Wirtschaft, damit diese fit für die Zukunft und die Transformation wird.
aber eben auch gute Lebens- und Arbeitsbedingungen und eine Perspektive für alle Menschen in diesem Land, egal woher sie kommen. Das stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und letztlich auch die Demokratie. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Hakan Demir. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über die Fachkräftestrategie und wir haben es von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gehört. Ziel dieser Strategie ist es auch, dass der Wohlstand hierzulande erhalten bleibt. Dazu braucht es viele Säulen. Eine davon ist auch Einwanderung. Jetzt gibt es einige, die sagen, qualifiziert doch erstmal die Menschen hier in diesem Land. Und ja, Sie haben recht, aber gute Politik ist nicht oder nie nur ein Entweder-Oder. Gute Politik ist auch ein Sowohl-als-auch. Wir brauchen zum Beispiel mehr Qualifizierung. Ich kenne in meinem Wahlkreis in Berlin-Neukölln genug Menschen, die bereit wären, noch einmal eine Ausbildung zu beginnen, statt zwischen Hilfsjobs und Arbeitslosigkeit zu pendeln. Seit der Einführung des Bürgergelds werden Sie endlich dabei unterstützt. So können Sie auch dann dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Auch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist klares Ziel der Fachkräftestrategie. Wir bauen die Kinderbetreuung aus und sorgen für größere Entgelttransparenz. Dabei geht es um Fachkräfte, aber auch um Gleichberechtigung. Denn es geht nicht, dass in Deutschland fast jede dritte Frau im Alter in Armut lebt. Genauso wenig können wir uns Arbeitsverbote für Geflüchtete leisten. Dieses Jahr ist auch Schluss damit, dass Menschen in Deutschland zum Nichtstun gezwungen werden. Aber ich sage auch ganz klar, selbst wenn wir es morgen schaffen würden, dass alle Arbeitslosen sofort einen Job finden, selbst wenn wir es schaffen würden, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen steigt, selbst wenn wir es schaffen würden, dass keine Schülerin, kein Schüler die Schule ohne Abschluss verlässt, fehlen bis 2035 immer noch 7 Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb geht es nur, wenn wir alles machen, was im Inland möglich ist und gleichzeitig die Anwerbung von Fachkräften beschleunigen. Deshalb erleichtern wir zum Beispiel die Einwanderung von Menschen mit Berufserfahrung, von Lkw-Fahrerinnen, Köchen oder ElektrikerInnen. Ein wichtiger Schritt dabei ist die 2+2-Regelung. Anstatt aufwendig die Gleichwertigkeit einer ausländischen Ausbildung zu prüfen, muss es in Zukunft unbürokratischer gehen. Wer eine 2-jährige Ausbildung im Herkunftsland hat, 2 Jahre relevante Berufserfahrung und einen Arbeitsvertrag vorweisen kann, der darf auch einreisen. Und wenn wir uns die Westbalkan-Regelung angucken, auch da werden wir etwas machen. Wir werden uns von dem Kontingent von 25.000 Menschen verabschieden. Wir werden dieses Kontingent erhöhen. Und ich glaube, das ist auch noch mal ein wichtiger Schritt. Und wir müssen prüfen, ob wir diese Regelung auch auf andere Länder ausweiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen die ganze Zeit von Fachkräften. Das ist richtig. Aber diese Menschen wollen und werden ja nicht nur Teil eines Unternehmens sein, sondern auch Teil der Gesellschaft. Sie und Ihre Familien brauchen auch eine Willkommenskultur. Und ich will nicht die Worte und Phrasen in den letzten Wochen, die hier auch geäußert wurden, wiederholen, aber nur so viel. Die Menschen im Ausland beobachten sehr genau, wie über Migrantinnen und Migranten gesprochen wird. Oder um es mal ganz offen zu sagen, grundsätzlich über Menschen gesprochen wird. Sie bekommen alles mit. Und lieber Herr Merz, liebe Union, ein konkretes Beispiel vielleicht für Sie. In 30, vielleicht 40 Jahren könnte es sein, dass Sie in einer Pflegeeinrichtung sind. Und jetzt raten Sie mal, wer die Fachkräfte sein könnten, die Sie dort betreuen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es eine ukrainisch-türkisch-arabischstämmige Deutsche sein wird. Und wenn wir die Weichen heute nicht richtig stellen, dann besteht die Gefahr,
dass sie schlecht betreut sind oder sie überhaupt niemand pflegt. Das können wir nicht wollen, und das wollen wir auch heute schon nicht. Der Fachkräftemangel in der Pflege ist enorm, genauso wie in der Gastronomie, bei den Erziehern und im Handwerk. Wenn Sie wollen, dass es den Menschen in diesem Land gut geht, unterstützen Sie diese Strategie. Dankeschön. Hakan Demir war das für die SPD. Der Bundestag debattiert seit heute Morgen um 9 über die Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Und der nächste Redner ist Markus Reichel. Er ist im Ausschuss für Arbeit und Soziales für die CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in jedem meiner Unternehmergespräche kommt die Frage von den Unternehmern: Was tut denn nun die Politik konkret dafür, dass unser Fachkräfteproblem gelöst wird? Und wenn ich dann sage, schaut mal, die Bundesregierung hat ja eine Fachkräftestrategie, dann sagen die mir, ja, das ist ein nettes Brainstorming, viel zu unkonkret, das wird der Lage und dem Ernst der Lage in keiner Weise korrekt, gerecht, und genau so ist das. Es ist doch so, wenn wir die Frage, wie wir bei den Fachkräften weiterkommen, richtig beantworten wollen, dann müssen wir sie erst einmal richtig stellen. Und in einer sozialen Marktwirtschaft ist die eigentliche Frage die: Ist unser Arbeitsmarkt als solcher attraktiv? Da geht es darum, ist es für Arbeitskräfte in Deutschland attraktiv zu arbeiten oder vielleicht anstelle dessen ihre Arbeitszeit in der Woche oder aufs Leben hin zu verkürzen? Und ist es attraktiv für Fachkräfte, in Deutschland zu bleiben oder nach Deutschland zu kommen oder nach Deutschland zurückzukommen? Das ist die Frage, die wir diskutieren müssen. Und lassen Sie uns das mal ganz konkret ein bisschen in der Praxis betrachten. Ein Maschinenbauer in Dresden, mit dem habe ich mich unterhalten, der sagt zu mir, wissen Sie, was mir neulich passiert ist? Ich habe einem meiner Spezialisten im Jahresgespräch angeboten, dass er mehr Geld bekommen soll. Das hat er sich verdient. Und der sagt zu mir, wissen Sie was? Mehr Geld? Ich will lieber einen Tag frei in der Woche. Von dem Geld, was Sie mir mehr geben, bleibt doch netto überhaupt nichts übrig. Das ist das Problem. Und da ist die Frage, was tun Sie konkret bei der Steuerprogression? Was tun Sie dazu, um die erhöhten SV-Beiträge wieder unter 40% zurückzubringen? Und weil Sie in Ihrer Fachkräftestrategie dazu ausschließlich folgende allgemeine Aussage treffen: Änderungen bei den Erwerbsanreizen im Steuer-, Abgaben- und Transfersystem. Total allgemein, ausschließlich auf die Teilzeitfalle bei Frauen im Übrigen bezogen. Was tun Sie denn konkret nun, wenn es um die Anwendung der Vierersteuerklasse beim Faktorverfahren geht? Nichts. Zweites Beispiel. Mein Zahnarzt in Dresden sagt zu mir, wissen Sie was, ich habe keine Lust mehr hier, ich gehe in die Schweiz. Er sagt das, weil es ihm zu bürokratisch ist und weil es ihm zu reguliert ist. Die Gruppe der fast 4 Millionen Selbstständigen, das haben wir in der Fragestunde gehört, kommt in ihrer Fachkräftestrategie in keiner Weise vor. Sie wird nicht erwähnt, sie wird nicht wertgeschätzt. Ganz im Gegenteil, sie laden da jedes Jahr noch etwas dazu. Letztes Jahr das Paradebeispiel, die Transparenz, Umsetzung der Transparenzrichtlinie, Schriftformerfordernisse bei Arbeitsverträgen. Ist das die sogenannte Fortschrittskoalition im Jahr 2022? Und dann reden wir mal noch über die Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen. Dass das ein Riesenpotenzial ist, da sind wir uns doch alle einig. Wurde ja auch öfters angesprochen. Viele gute Menschen, viele behinderte Menschen sind gut ausgebildet, aber es kommt nicht dazu, dass sie in die Unternehmen kommen. Hier brauchen wir mehr Tempo beim Ausbau der Ausbaustellen. Haben Sie aber nicht erwähnt, nichts Konkretes auch zu dieser Personengruppe in Ihrer Strategie. Und diese Unverbindlichkeit, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, die ist nicht nur fatal für unsere Wirtschaft, das ist auch ein Schlag ins Gesicht dieser Personengruppe. Also zusammenfassend möchte ich sagen, man merkt einfach dieser Strategie an, die Fachkräfte der CDU-CSU haben an ihr nicht mitgewirkt. Und deswegen ist sie auch nicht wirklich brauchbar. Deswegen aber, wenn Sie uns lieb darum bitten, dann können wir gerne sie gemeinsam komplett neu erarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Markus Reichel von der CDU-CSU hat hier einmal
Revue passieren lassen, wo seiner Meinung nach die Strategie der Bundesregierung nicht greifen wird. Gerry Huy jetzt. Nein, Kai Gehring, pardon, von den Bündnisgrünen als nächster Redner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beobachten eingetrübte Bildungsstudien und eine klaffende Fachkräftelücke. Unser Land schlittert in größte innenpolitische Turbulenzen, wenn wir nicht gemeinsam alle Hebel in Bewegung setzen für Nachwuchskräfte, Arbeits- und Fachkräfte. Denn Menschen können sich nicht selber pflegen, Windräder installieren sich nicht von allein. Darum auf dem Weg zum Fachkräfteland muss Deutschland wieder Bildungsland werden. Es kann doch nicht sein, dass uns Fachkräfte fehlen in Kitas, in Schulen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Altenheimen, Handwerksbetrieben, Dienstleistungsunternehmen, von Care-Berufen bis zur Industriearbeiterin. Und gleichzeitig verlassen jedes Jahr Zehntausende Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss. Das muss sich ändern. Fachkräftesicherung beginnt in Kita und in Grundschule, indem sie Kreativität entfachen und Neugierde auf MINT wecken. Wir brauchen attraktivere Schulen, die Kinder und Jugendliche zu Bildungserfolgen beflügeln und Lehrkräftenachwuchs gewinnen helfen. Darum, bei Bildungsinvestitionen geizt man nicht, sonst verschärft man Fachkräftemangel und schwächt unsere Volkswirtschaft. Niemand sollte die Schule ohne Abschluss verlassen. Niemand sollte mit prekären Dumpinglöhnen abgespeist werden. Sorgen wir gemeinsam dafür, mit dieser Fachkräftestrategie, dass alle Menschen im Land ihre Chancen nutzen können. Gerade die berufliche Bildung öffnet Chancen auf attraktive Karrieren. Handwerk hat goldenen Boden und berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig. Das machen wir mit der Exzellenzinitiative für berufliche Bildung mehr als deutlich. Es gilt übrigens, Arbeiterkindern Wege auf den Campus zu eröffnen und mehr Akademikerkinder für berufliche Bildung zu begeistern. Das ist eine doppelte Aufgabe für die Berufsorientierung im ganzen Land, in jeder Schulform. Im Job brauchen wir gezielte Weiterbildung. Die nationale Weiterbildungsstrategie hat ein Update bekommen. Wir führen die Bildungsteilzeit ein und fördern Weiterbildungsverbünde. Diese Koalition schafft endlich bessere Bedingungen für lebenslanges Lernen. Es ist elementar, alle Potenziale im Inland zu heben und niemanden zurückzulassen. Zugleich müssen wir ein attraktiveres Einwanderungsland werden. Nur ein zeitgemäßeres Einwanderungsrecht macht uns zum Talentmagneten. Mit Chancenaufenthaltsrecht, Chancenkarte und Punktesystem sorgen wir für Brain Circulation und Hightech statt Hürden. Und ich sage, jede Ausländerbehörde vor Ort muss Welcome Center werden. Ausländische Abschlüsse müssen schneller und unbürokratischer anerkannt werden. Das ist doch irre, dass das so lange dauert. Gleichwertig statt gleichartig. Diesen Spirit erwarte ich im ganzen Land bei der Anwendung unserer Berufsanerkennungsgesetze. Und ich bin der Bundesaußenministerin dankbar, dass sie aktiv daran arbeitet, die Visa-Wartezeiten zu verkürzen durch mehr Stellen in den deutschen Auslandsvertretungen. Das ist so wichtig, damit die Studierenden, damit die Wissenschaftler, damit die Hochqualifizierten schneller ins Land kommen können. Wartezeiten halbieren heißt Fachkräftemangel reduzieren. Vom Bildungs- und Einwanderungsland zum Fachkräfteland, das ist der Weg, den die Fachkräftestrategie aufzeigt, und daran sollten wir alle gemeinsam arbeiten. Sagt Kai Gehring von den Grünen. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technologie, Folgenabschätzung. Und eben war ich ein bisschen schnell. Jetzt also die nächste Rednerin, Gerit Huy für die AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Fachkräftestrategie der Bundesregierung ist ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen. Eine kohärente Gesamtstrategie lässt sich kaum ausmachen, aber ein Element hat ein hohes Wiedererkennungsmerkmal. Die Regierung will mehr Einwanderung. Dabei wissen wir, für wirkliche Fachkräfte sind wir längst nicht mehr attraktiv. Von den 13 Millionen Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen sind, war nur jeder Zehnte
ein Arbeitsmigrant. Kurzan, noch nie gab es so viele Menschen in Deutschland und noch nie hatten wir gleichzeitig so viele offene Stellen. Ein Paradox oder doch eher Folge einer Regierungspolitik, die in erster Linie von Wunschdenken geprägt ist. Denn scheinbar unbemerkt von ihr befindet sich Deutschland in einer rasanten Abwärtsentwicklung, die durch ihre Migrationspolitik noch verstärkt wird. Explodierende Energiekosten, hohe Steuern, wuchernde Bürokratie, marode Infrastruktur, schlechte Schulen und eine im weltweiten Vergleich sich negativ entwickelnde Arbeitsproduktivität. Das alles führt zu Reallohnverlusten und Wohlstandsabbau. Wer etwas kann, kommt nicht hierher. Wegen all dieser Probleme sind wir gerade im Attraktivitätsindex der Familienunternehmen weiter nach hinten durchgereicht worden, auf Platz 18 von 21. Polen liegt 8 Plätze vor uns. Polen. Und Frankreich, das bisher immer neidisch auf die deutsche Wirtschaft geblickt hat, schneidet jetzt auch besser ab als wir. Höchste Zeit also, mit den linksgrünen Illusionen und Lebenslügen aufzuräumen. Migration löst unsere Probleme nicht, Migration verschärft sie. Deswegen stoppen Sie die Migrationsspirale und packen Sie endlich die wirklichen Probleme an. Unsere Arbeitsproduktivität, die seit der ersten Migrationswelle 2015 stagniert, müssen wir unbedingt erhöhen, wenn wir im internationalen Wettbewerb mithalten wollen. Das heißt, wir müssen lernen, mit weniger Menschen den gleichen Output zu erzielen. Dazu braucht es Prozessoptimierung, dazu braucht es Innovation. Hier kann die Bundesregierung gezielt mit Innovationsförderung unterstützen. Auch unsere völlig überlasteten Schulen wirken abschreckend auf Menschen wie Firmen, die auch deswegen unser Land verlassen. Und das wird sicher nicht besser, wenn die Schulklassen durch Einwanderung noch größer werden. Der extrem enge Wohnungsmarkt, der durch Energiesparauflagen gerade noch einmal weiter verteuert wird, wird sich durch mehr Einwanderung garantiert auch nicht entspannen. Und die hohen Steuern, die die Menschen inzwischen ebenfalls aus dem Land vertreiben, werden durch mehr Einwanderung garantiert nicht gesenkt. Denken Sie nur an den großen Familiennachzug, den ein Migrant, selbst wenn er arbeitet, garantiert nicht finanzieren kann. Der knappe Nettolohn, den man hier verdient, ist im Übrigen auch ein wesentlicher Grund, warum immer weniger Deutsche Kinder bekommen. Und machen Sie keine komplizierten Gesetze, die Tausendschaften zu ihrer Umsetzung benötigen und den Arbeitsmarkt weiter leerfegen. Man kann es auch so formulieren. Weniger Staat wäre gut für unser Land. Danke. Gerrit Huy hat es unter anderem angesprochen. Deutschland ist nach einer ZEW-Studie nur noch auf Platz 18 von 21 die Rangliste der attraktivsten Wirtschaftsstandorte vorne. Die USA, Kanada, Schweden und die Schweiz. Das sollte für alle Beteiligten ein dringendes Alarmsignal sein. Pascal Kober jetzt von der FDP Arbeitsmarkt- und Sozialpolitischer Sprecher. Die Studie des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung sollte uns alle wachgerüttelt haben. Deutschland im Ländervergleich von 21 Ländern bei der Standortattraktivität für den Mittelstand nur noch auf Platz 18 und das mit Ansage. Denn schon 2011 hat die damalige CDU-Arbeitsministerin Ursula von der Leyen darauf hingewiesen, dass der Fachkräftemangel das Wohlstandsgefährdendste sein wird für das nächste Jahrzehnt. Und damals hat die CSU verhindert, dass wir ein modernes Einwanderungsgesetz auf den Weg bringen, was wir heute mit diesem Gesetz beginnen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, lieber Marc Biadasz, in der letzten Legislaturperiode 2019 hat die CDU-CSU noch ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, in dem sie Maßnahmen beschlossen hat, von denen sie selber gesagt hat, dass nur 25.000 Menschen zuwandern sollen, obwohl auch damals schon klar war, dass wir mehrere Hunderttausend pro Jahr bräuchten. Sie haben damals noch immer nicht die Ernsthaftigkeit der Lage erkannt. Diese Regierungskoalition geht jetzt die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte an. Und wir gehen in die Zukunft mit unseren Vorschlägen und unserer Strategie. Denn in der Tat brauchen wir eine Strategie von vielen Maßnahmen, die ineinander greifen, nicht nur ein bisschen taktieren, links und rechts. Lassen Sie sich von den Verteidigungspolitikern den Unterschied erklären. Dazu gehört beispielsweise die
bessere Nutzung unseres Fachkräftepotenzials im Inland, bessere Ausbildungschancen für junge Menschen, aber auch ein modernes Weiterbildungssystem, damit die Menschen qualifiziert werden für die Anforderungen des Arbeitsmarktes in der Zukunft. Aber wir brauchen natürlich auch Fachkräftezuwanderung, Erleichterung für die Fachkräftezuwanderung, nicht nur für diejenigen, die einen in Deutschland anerkannten Berufsabschluss haben, sondern auch Menschen, die Arbeitserfahrung haben, die arbeiten können, die hier gebraucht werden und für die es hier einen Arbeitsvertrag gibt. Und wir brauchen das Punktesystem, weil wir brauchen am Ende auch die Möglichkeit, dass Menschen hierher kommen können, sich hier rechtmäßig aufhalten können, um einen Arbeitgeber zu finden und einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Dieses Punktesystem ist längst überfällig und wir sind froh, dass wir das mit den Kolleginnen und Kollegen der Grünen und der SPD endlich einmal hier in Deutschland auch realisieren können, wie es in anderen Ländern erfolgreich angewandt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und am Ende wird es darum gehen, und dieser Herausforderung müssen wir uns alle stellen, dass wir nicht nur die Zugänge theoretisch ermöglichen, sondern dass die Menschen auch in der Praxis kommen. Und dann geht es eben nicht nur darum, der Arbeitsminister hat es angesprochen, dass wir über Fachkräfte reden, sondern dass wir über Menschen reden, die in dieses Land kommen wollen, die sich hier willkommen fühlen, nicht nur sie selber, auch mit ihren Familien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb brauchen wir eine andere Migrationsdebatte, als Sie sie zum Teil intonieren. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Nathalie Pawlik. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, knapp die Hälfte der Unternehmen kann nicht mehr alle offenen Stellen besetzen. Und deswegen ist es gut, dass die Bundesregierung mit der Fachkräftestrategie einen Werkzeugkasten vorlegt, mit dem wir die Herausforderungen annehmen und neben der Fachkräftezuwanderung eben auch das inländische Potenzial mobilisieren. Und im Mittelpunkt dabei steht die gezielte Weiterbildung und Qualifizierung. Unsere Wirtschaft und unsere Arbeitswelt verändert sich. Wer heute einmal einen Beruf erlernt, führt diesen eben nicht mehr das gesamte Leben lang in einem Unternehmen aus. Wer in Zukunft gute und qualifizierte Fachkräfte haben möchte, muss in die Menschen investieren. Er muss sie bei den Veränderungen mitnehmen und ihre Weiterbildung gezielt fördern. Und dabei sind in erster Linie die Unternehmen selbst gefragt. Diese wollen wir mit Vereinfachung bei Beschäftigungsfördermöglichkeiten und einem Qualifizierungsgeld in Zukunft noch besser unterstützen. Gleichzeitig wollen wir aber auch die Qualifizierungsberatung stärken und eine Bildungszeit einführen, weil Weiterbildung Zeit braucht und eben nicht am Geld scheitern sollte. Wir verlieren so viel Potenzial an unnötigen Hürden, Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Ihnen dazu eine Geschichte einer mir sehr nahestehenden Person erzählen. Olga ist in den 90er Jahren im Alter von 30 mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern als Spätaussiedlerin nach Deutschland gekommen. In ihrem Heimatland war sie Erzieherin. Wie viele andere hatte auch Olga Schwierigkeiten bei einer Anerkennung ihrer Qualifikation. So arbeitete sie in unterschiedlichsten Jobs, als Zimmermädchen, als Reinigungskraft und bei Schlecker an der Kasse. Durch einen Zufall begegnete Olga eine andere Aussiedlerin, die sie an der Kasse bediente und die eine ähnliche Biografie wie Olga hatte und die ihr berichtete, dass es in Frankfurt am Main eine Berufsschule gibt, bei der sie die Möglichkeit hat, Teilqualifikationen anerkennen zu lassen und die Ausbildung zur Erzieherin statt in 5 Jahren schulische Ausbildung in 3 Jahren absolvieren zu können. Und obwohl ihr Umfeld Olga davon abgeraten hat, wieder die Schulbank zu drücken, hat sie sich für diesen Schritt entziehen, obwohl das ein Gehaltsverzicht bedeutet hat für die gesamte Familie. Es gab am Ende kein Geld für Kindergeburtstage, für Weihnachtsgeschenke oder beispielsweise neue Kleidung. Heute ist Olga erfolgreiche Erzieherin. Sie liebt ihren Job, sie verdient wesentlich mehr, als sie das früher getan hat, und sie hat auch für Verbesserung bei der Rente gesorgt. Kolleginnen und Kollegen, Chancen dürfen in unserem Land nicht von Zufällen abhängen.
Weiterbildung kann nicht bedeuten, dass Menschen an der Armutsgrenze leben sollten. Und Investition und Qualifizierung von Menschen, das sind wichtige Investitionen in unsere Zukunft und in unsere Volkswirtschaft. Wir sollten jetzt handeln, damit wir in Zukunft mehr Fachkräfte haben, gut ausgebildete Menschen. Das ist die Basis unserer Wirtschaft. Und die Fachkräftestrategie der Bundesregierung liefert hierzu wichtige Instrumente. Und wir müssen das jetzt angehen, Schritt für Schritt. Vielen Dank. Übrigens, die Berufe mit den größten Fachkräftelücken im Durchschnitt im vergangenen Jahr waren die Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Kinderbetreuung und Erziehung, Altenpflege, Bauelektrik und Gesundheit und Krankenpflege. Da hätte ich zum Beispiel IT oder sowas gedacht, liegt vorne, ist aber nicht. Ottilie Klein jetzt für die CDU-CSU. Sie ist im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und Kollegen. Die guten Nachrichten zuerst. Wir haben 45,6 Millionen Beschäftigte in diesem Land, absolute Rekordbeschäftigung. So viele Beschäftigte gab es noch nie. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Ergebnis von 16 Jahren erfolgreich geführter Unionsregierung in der letzten Legislaturperiode. Wir haben den Arbeitsmarkt auf starke Füße gestellt. Doch ausruhen dürfen Sie sich darauf nicht. Wenn die Regierung jetzt nicht handelt, dann fehlen in etwa 10 Jahren 7 Millionen Fachkräfte. Neben Zuwanderung muss es beim Thema Fachkräfte deshalb auch darum gehen, all unsere Potenziale auszuschöpfen. Und dafür darf es nicht bei schwammig unkonkreten Forderungen bleiben. Die Fachkräftestrategie muss sich auch in Ihrer Politik, liebe Ampel, wiederfinden. Und das tut sie derzeit in keiner Weise. Statt Anreize für mehr Vollzeit zu schaffen, fördern Sie lieber Teilzeitbeschäftigung, zum Beispiel durch die Anhebung der Minijobgrenze. In der Anhörung im Bundestag hat kein einziger Experte die Minijob-Ausweitung befürwortet. Ich wiederhole, kein einziger. Und trotzdem hat die Ampel wieder besseres Wissen an dem Vorhaben festgehalten. Fast ein Drittel aller Beschäftigungsverhältnisse sind Teilzeitjobs. Meist sind es Eltern, vor allem Alleinerziehende, Frauen und pflegende Eltern, die ihre Arbeitsstunden reduzieren müssen. Und zwar ganz einfach, weil es sonst gar nicht anders geht. Wer es mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ernst meint, liebe Ampel, der muss die Kinderbetreuung zur obersten Priorität machen. Und hier sehen wir jedoch eine ganz große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Ampelpolitik. Um konkret zu werden, nicht nur führte die Ampel die von uns aufgebaute Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher nicht weiter. Schlimmer noch, sie streicht die Bundesmittel für das Sprachkita-Programm ersatzlos. Was bedeutet das? In Berlin, wo wir mit dem rot-grün-roten Senat schon seit Jahren neben der Schulkrise, der Mietenkrise, Verkehrskrise, Sicherheitskrise, Verwaltungskrise auch eine Kita-Krise haben, fallen deswegen Stellen in 350 Kitas weg. Sowohl für die Kinder als auch für die Erzieherinnen und Erzieher ist das eine Katastrophe. Und auch der Fachkräftemangel wird durch diese kurzsichtige Politik verschärft, denn die Kinder sind unsere Zukunft. Genau deshalb muss die Ampel auch die Jugendberufsagenturen deutlich stärker in den Blick nehmen. Im Koalitionsvertrag versprechen Sie mit den Ländern, die Agenturen flächendeckend auszubauen. Passiert ist bisher nichts. Im Gegenteil, Sie haben unseren Antrag zur Erhöhung der Mittel für die Agenturen um 50 Millionen Euro abgelehnt. Hier werden wieder am völlig falschen Ende Einsparungen vorgenommen. Und das ist dramatisch, denn jedes Jahr, lieber Herr Heil, Sie haben es vorhin gesagt, verlassen fast 50.000 Jugendlichen die Schule ohne einen Abschluss und mit folglich schlechter Berufsperspektive. Die Jugendberufsagenturen, die könnten einen echten Beitrag dazu leisten, diese Jugendlichen aufzufangen und sie nicht alleine zu lassen. Abschließend möchte ich sagen, viel wäre wirklich gewonnen, wenn die Ampel ihren Worten zur Abwechslung auch mal Taten folgen lassen würde. Meine Bitte an Sie für das weitere Vorgehen: weniger wolkige Worte und mehr Konsequenz in der Politik. Vielen Dank. Ottilie Klein war das für die CDU-CSU. Meine Damen und Herren, Sie sehen es im kleinen Fenster. Wir warten jetzt hier auf ein Pressestatement
aus Ramstein. Da trifft sich ja heute die Kontaktgruppe. Das sind ungefähr 40 Staaten, die der Ukraine helfen wollen, die russischen Angriffe zu überleben. Und alle warten natürlich darauf, ob dort eine Entscheidung bezüglich der deutschen Leopard-2-Panzer fällt oder nicht. Misbah Khan aber hat zunächst das Wort hier im Deutschen Bundestag für die Bündnisgrünen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Wirtschaft und unser Sozialsystem rufen nach mehr Zuwanderung. Überall fehlen Arbeitskräfte. Und in 20 Jahren geht es deshalb vielleicht nicht mehr um die Frage, ob auf eine Pflegekraft 3, 4 oder 8 Personen kommen, sondern darum, dass es in manchen Regionen Deutschlands schlichtweg keine Pflegekräfte mehr gibt. Die Lage ist also ernst. Und trotzdem machen wir es den Menschen, die hierher kommen wollen, um unsere Eltern zu pflegen, den Bus zu fahren oder Microchips zu verbauen, viel zu schwer. Wenn zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen eine top ausgebildete Fachkraft im Ausland gefunden hat, beginnt die Misere erst. Visaanträge müssen in teilweise hunderte Kilometer weit entfernten Botschaften gestellt werden. Die Unterlagen werden über Kontinente per Post nach Deutschland geschickt und hier analog von Behörde zu Behörde weitergereicht, um sie dann ganz am Ende wieder per Post über Kontinente zu den Auslandsvertretungen zurückzuschicken. Das kann Wochen, Monate und manchmal auch über ein Jahr dauern. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen also endlich Verfahren digitalisieren, wir müssen Verfahren vereinfachen und wir müssen bürokratische Hürden abbauen. Wir müssen Einwanderung leichter und wir müssen Einwanderung schneller machen. Weil beim Arbeitskräftemangel sind wir in einem weltweiten Problem. Und wir sind in einer Konkurrenzsituation mit anderen Staaten. Der bisherige Irrglaube, dass sich ausländische Arbeitskräfte doch bitte unter hohen Hürden zu beweisen und um eine Arbeit in Deutschland zu bemühen haben, ist eine völlige Verkennung der Realitäten, der Notwendigkeiten und schlichtweg auch der Konsequenzen, die uns als Gesellschaft drohen, wenn wir mit dieser Einstellung weitermachen. Stattdessen brauchen wir ein Mindset, das endlich versteht, dass wir uns um ausländische Arbeitskräfte zu bemühen haben. Aber um auch das einmal ehrlich zu sagen, weder eine Strategie noch ein Gesetz alleine werden ein Allheilmittel sein. Wenn ich mir die Menschen vorstelle, die sich seit Silvester überlegen, nach Deutschland einzureisen, dann glaube ich, werden sie sich diesen Schritt sehr gut überlegen. Denn mit jeder fehlgeleiteten rassistischen Integrationsdebatte ruft ganz Deutschland in die Welt hinaus, du bist hier nicht willkommen. Und das ist Gift, auch für unseren Wirtschaftsstandort. Und was es stattdessen braucht, ist ein Verständnis dafür, dass Vorhaben wie die Fachkräftestrategie oder die Chancenkarte auch eine Chance für Deutschland sind. Eine Chance dafür, dass in 10 oder in 20 Jahren Menschen da sind, die ein Interesse haben, unsere Eltern zu pflegen, unsere Busse zu fahren oder Microchips zu verbauen. Einige müssen das wohl noch verstehen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, und Sie sehen das kleine Fenster. Da ist schon Bewegung drin. Eigentlich war dieses Pressestatement, diese Pressekonferenz in Ramstein von Lloyd Austin, dem amerikanischen Verteidigungsminister, für 9 Uhr angekündigt, scheint sich noch ein bisschen zu verzögern. Deswegen werden wir hier noch weiter im Bundestag bleiben können. Der nächste Redner ist Robert Fahle. Er ist fraktionslos. Wenn wir nicht etwas Grundlegendes ändern, dass wieder ein Aufbruch in diesem Land stattfindet, wird diese Fachkräftesicherungsstrategie der Ampel lediglich ein Versuch bleiben, die Symptome des voranschreitenden demografischen Niedergangs lediglich abzufedern. Und das genügt nicht. Im Kern haben Sie und die Vorgängerregierungen seit Jahrzehnten die traditionellen Familienstrukturen zerstört und den bildungspolitischen Abstieg unseres Landes mit ihrer gescheiterten Migrationspolitik vorangetrieben. Und das ist auch an die CDU-CSU adressiert, die hier federführend gewesen ist. Ihre Fachkräftestrategie wird dann nicht aufgehen, weil sich Deutschland jetzt in einem Deindustrialisierungsprozess befindet. Und das sage ich ausdrücklich in Richtung der Grünen, die mit dieser Energie- und Wirtschaftspolitik diese Deindustrialisierung selbst vorantreiben und die dafür sorgen, dass die Standortpolitik in diesem Land nach unten geht. Und das darf nicht sein. Wenn wir qualifizierte Leute anwerben wollen, dann müssen sie hier qualifizierte Arbeitsplätze finden.
dann muss hier die Spitze des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu finden sein. Vor allem der Mittelstand ist betroffen. Im ZDW-Länderindex der Familienunternehmen der 21 Industriestaaten ist Deutschland jetzt auf Platz 18 abgerutscht. Die Bundesregierung hat keine Vision, wie sie Deutschland wirtschaftlich wieder an frühere Erfolge heranführen kann. Die USA stehen auf Platz 1 und werben deutsche Firmen mit dem Angebot preiswerter Energie und Milliardensubventionen hier ab. Sie haben die preiswerte Energieversorgung aus Russland beseitigt und gegen teures Flüssiggas aus den USA und Katar ausgetauscht. Sie haben Standortvorteile noch abgeschafft in den letzten Monaten. Während wertschöpfende Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe liquidiert werden, herrscht Arbeitskräftemangel. Vorwiegend in Dienstleistungsberufen, Baugewerbe, Kindererziehung, Alten- und Krankenpflege, in Verwaltungsämtern, allgemein der Sozialindustrie. Wir kommen im ganzen Land in eine gefährliche Schieflage. Um attraktiver Wirtschaftsstandort zu sein, brauchen wir günstige Standortbedingungen und ein vernünftiges Verhältnis zwischen Nettolohn und Lebenshaltungskosten. Ich will auf keinen Fall heute großartig wieder überschreiten die Zeit. Da entschuldige ich mich auch immer für. Ich sage aber eins, es fehlen vor allen Dingen preiswerte Wohnungen in diesem Land. 700.000 Wohnungen. Wie will ich denn eine Fachkräftestrategie nach vorne bringen, ohne dass die Leute hier preiswerten Wohnraum finden? Das geht nicht. Haben Sie mehr Mut in dieser Ampel. Man muss sie auch konstruktiv begleiten. Hier war eine tolle Diskussion. Ich habe jeden Beitrag mir angehört. Aber sorgen Sie auch dafür, dass hier nicht nur geredet und gequatscht wird. Machen Sie was. Lassen Sie die Industrie nicht alleine und lassen die Wirtschaftsbetriebe nicht alleine. Und korrigieren Sie Ihre Wirtschafts- und Industriepolitik und tun Sie etwas für die Menschen in diesem Land. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich bin auch schon ganz verwirrt. Natürlich sollte die Pressekonferenz um 10 Uhr stattfinden. Und wir sehen ja auch genügend Bewegung dort auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein, wo heute die Konferenz der Ukraine-Kontaktgruppe stattfindet. Rund 40 Staaten. Und die entscheidende Frage, auch aus deutscher Sicht, wird sein, wird es Leopard-2-Panzer geben für die Ukraine oder nicht? Die Amerikaner wollen ihren Kampfpanzer ja nicht liefern. Und bisher hatte Olaf Scholz, der Bundeskanzler, immer gesagt, er macht das Verhalten Deutschlands von den Amerikanern abhängig. Alleine will er das nicht. Die Amerikaner, so ist zu erfahren, Lloyd Austin hat ja gestern den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius schon getroffen. Die Amerikaner ermutigen die Deutschen, hier voranzugehen mit dem Leopard 2. Aber mal sehen, ob heute und wie dann da eine Entscheidung gefällt wird. So, da es immer noch nicht weitergeht, werden wir jetzt hier an Veruschka Jurisch von der FDP lauschen, die gerade ihre Rede begonnen hat. Gerne zu uns kommen und auch gerne bei uns bleiben. Unsere Unternehmen sollen die Arbeits- und Fachkräfte zu sich holen können, die sie bei sich haben wollen. Denn Fachkräftemangel ist das größte Wachstumshemmnis für unsere Wirtschaft. Und das sagen uns auch alle Unternehmen, zu denen wir gehen. Und wir brauchen ja auch Wachstum. Wir brauchen Wachstum, um unsere sozialen Sicherungssysteme uns leisten zu können. Wir brauchen Wachstum, um in neue Innovationen finanzieren zu können, nämlich zum Beispiel auch für den Klimaschutz. Und deshalb wollen wir jetzt endlich die Wettbewerbsfähigkeit und die Attraktivität Deutschlands auf dem internationalen Arbeitsmarkt erhöhen. Und ich begrüße daher ausdrücklich das Eckpunktepapier zur Fachkräfteeinwanderung, das uns ja seit November vorliegt. Wo wird es dabei bei der Umsetzung ankommen? Erstens, wir wollen ja ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild einrichten. Das wird ein Leuchtturm auf dem internationalen Arbeitsmarkt werden. Dieses Punktesystem muss flexibel ausgestaltet sein. Es muss atmend sein. Es muss bedarfsorientiert sein. Wir brauchen zielführende Kriterien, wie zum Beispiel englische Sprachkenntnisse. Wir brauchen eine hohe Gewichtung von praktischer Berufserfahrung. Wir sollten auch die Kompetenz eines mitausreisenden Ehegatten mit abfragen. Das Zweite ist, wir sollten unseren Arbeitgebern mehr Entscheidungshoheit zukommen lassen, wen sie zu sich holen wollen. Zum Beispiel die Westbalkanregel ist ein hocherfolgreiches Instrument. Das sollten wir unbedingt auf weitere Länder ausweiten. Und drittens schließlich,
Wir sollten Deutschland und wir wollen Deutschland insgesamt attraktiver machen für die Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Ich begrüße deshalb ausdrücklich den Visa-Aktionsplan des Auswärtigen Amtes. Und ich denke, zusätzlich brauchen wir auch noch ein Fast-Track-Visum für ausländische Mitarbeitende von Start-ups. Es darf nicht sein, dass in dieser ersten Phase von Start-ups, dass sie nicht die Mitarbeitenden kriegen können, die sie brauchen. Das muss schneller gehen. Und schließlich, wir dürfen Menschen, die zu uns kommen, nicht abschrecken durch immer höhere Abgaben und zu komplizierte Bürokratie. Auch da müssen wir dranbleiben. Dann wird alles gut. Wir sollten deshalb einen Neuanfang in der Migrationspolitik gestalten, der einem modernen Einwanderungsland gerecht wird. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Jens Peik. Der Bundestag debattiert seit heute Morgen um 9 über die Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Und Jens Peik hat jetzt für die SPD das Wort, zumindest solange es in Ramstein noch nicht losgeht. Das Entscheidende gefährdet den Wohlstand unseres Landes. Bis 2026 fehlen nun 240.000 Fachkräfte. Bis 2026 haben wir ab jetzt noch 3 Jahre Zeit. Deshalb ist gut, dass wir jetzt handeln, hier bei uns und vor allem bei der Ausbildung. Bei den 228.000 Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz haben, bei den 2,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 34, die keinen Berufsabschluss haben. Sie alle können wir in diesen 3 Jahren zu Fachkräften machen. Daher ist die Ausbildungsförderung zu Recht eines der zentralsten Handlungsfelder dieser Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Aber eine qualifizierte Berufsausbildung ist ja nicht nur wichtig für unsere Wirtschaft, sondern auch für die Menschen selbst. Wer keine abgeschlossene Ausbildung hat, der findet heutzutage auf unserem Arbeitsmarkt keine gute Arbeit mehr. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch über 2026 hinausdenken. Kein Abschluss ohne Anschluss. Von der Kita bis in den Betrieb, das muss Ziel unserer Politik sein. Es darf keine Brüche bei den Übergängen im Bildungssystem geben. Und deswegen ist es gut, dass wir die Berufsorientierung stärken. Wir müssen aber auch das zentrale Problem angehen. Die Betriebe bilden immer weniger aus. Auch das stimmt. Wir brauchen aber mehr betriebliche Ausbildungsplätze. Denn wenn wir ein höheres Angebot an Ausbildungsplätzen haben, steigert das auch die Nachfrage an Ausbildungsplätzen. Denn ob ich mich für einen Ausbildungsberuf entscheide, hängt doch auch davon ab, ob ich selbst die Chance sehe, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Sonst entscheide ich mich vielleicht lieber für ein Studium oder einen weiteren schulischen Weg. Und ein Problem ist auch, dass oft Ausbildungsberufen nicht mehr die Wertschätzung zukommt, die sie verdienen. Das werden wir ändern, auch mit mehr Respekt für die betriebliche Ausbildung. Aber wie schon gesagt, im Gegensatz zu Studienplätzen oder schulischen Ausbildungen sind natürlich Ausbildungsplätze in erster Linie Aufgabe der Betriebe. Und seit fast 20 Jahren reden Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter darüber, dass wir mehr Ausbildungsplätze brauchen. Tatsächlich sinkt die Zahl aber immer weiter. Wir haben als Ampel einen guten Koalitionsvertrag geschlossen. Wir organisieren in sehr vielen Bereichen Fortschritt. Auch mit der Ausbildungsgarantie, die dank der Jusos erst in das Wahlprogramm der SPD kam und dann jetzt in diesen Koalitionsvertrag. Aber an dieser Stelle will ich auch ganz klar sagen, als Sozialdemokrat, über den Koalitionsvertrag hinaus gedacht, wir brauchen eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Wer nicht ausbildet, muss einen Topf auszahlen, aus dem betriebliche Ausbildungsplätze dann finanziert werden, Unternehmen unterstützt, wenn die es tun. Das schafft mehr betriebliche Ausbildung und das sorgt für Gerechtigkeit unter den Unternehmen. Aber jetzt fangen wir an mit mehr Berufsorientierung, Mobilitätsförderung und einer Stärkung der außerbetrieblichen Ausbildung. Damit sind wir auf einem guten Weg, jungen Menschen Perspektiven zu öffnen. Dafür herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, und Sie sehen hier im kleinen Fenster schon den neuen deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein findet heute die Konferenz der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe statt und soll mit einer Pressekonferenz begonnen werden. Lloyd Austin, sozusagen der Gastgeber dort, der US-Verteidigungsminister, den habe ich bislang noch nicht entdecken können. Auf den warten wohl alle. Und deswegen würde ich sagen, bleiben wir hier bei unserem nächsten Redner, Alexander Hoffmann von der CDU-CSU. Nämlich, dass Sie hier tatsächlich den Versuch unternehmen, auf ein mehrdimensionales Problem eine eindimensionale Antwort zu geben. Weil die Fachkräftestrategie, die Sie vorlegen, die ist voll von
wolkenreichen Formulierungen, Dingen, die sich gut anhören, aber am Ende des Tages alles Dinge, die nicht wirken werden. Und der Referentenentwurf, der ist eigentlich getragen von dem Geist und der Überschrift, naja, wir lassen mal möglichst viele rein und dann werden schon genug Fachkräfte und Arbeitskräfte hängen bleiben. Ja, und meine Damen, meine Herren, Sie haben richtig gehört, das Ganze wird eben gerade dadurch verstärkt, dass in diesem Referentenentwurf Fachkräfte und Arbeitskräfte in einen Topf geworfen werden. Und dass Sie sehen, dass das nicht nur einfach eine Behauptung ist, mal ein paar Beispiele. Nach dem Referentenentwurf soll die Einreise ermöglicht werden, auch ohne Vorlage von Unterlagen zur Berufsqualifikation. Es soll eine Einwanderung geben ungelernter Kräfte, wenn eine Perspektive auf ein Mindestgehalt besteht von 45% der Beitragsbemessungsgrenze. Das ist eine Einwanderung, Entschuldigung, ins Sozialsystem. Und es soll kontingentierte, befristete Einreisen für, so steht es drin, alle Drittstaatsangehörigen geben, unabhängig von der Qualifikation, wenn die BA einen arbeitsmarktlichen Bedarf feststellt. Und tatsächlich, und ich glaube, das ist in der Debatte heute deutlich geworden, ist die Frage, wie gewinnen wir Fachkräfte für unser Land? Das ist doch eine mehrdimensionale Fragestellung. Und da will ich Ihnen mal drei Beispiele nennen. Beispiel Nummer eins. Natürlich ist es so, dass wir Zuwanderung durch Asyl und Zuwanderung von Fachkräften oder von Arbeitskräften in den Arbeitsmarkt nicht vermengen sollten, wobei Sie das tun mit Ihrer Idee des Spurwechsels. Aber wir sollten das nicht vermengen. Wenn Sie aber jetzt meinen, Herr Minister, dass wir mehr Einreiseerleichterung für ungelernte Kräfte ermöglichen müssen, dann müssen Sie natürlich schon eine Antwort auf die Frage finden, warum eigentlich 47,8% der Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen sind und die arbeitsberechtigt sind, bis heute noch ohne Arbeit sind. Ich will das konkretisieren. In Berlin haben wir einen Prozentsatz von Hartz-IV-Beziehern von 18,6%. In Neukölln. Ja, meine Damen und Herren, und hier müssen wir leider Alexander Hoffmann unterbrechen. Lord Austin hat sich gesetzt. Sie sehen es in dem kleinen Bild. Es geht jetzt los in Ramstein.